Ihr Bruder ist schon im Nebenzimmer. Oh, im Nebenzimmer. Verstehe. Neise, ganz neise, klingt durch den Raum. Was ist das schon wieder? Wanz hat Raum. Wanz? Du musst einsperren, sonst kommt er wieder heraus. So, Gott sei Dank. Wenn jetzt noch einer kommt, hat er höchstens im Backrohr Platz. Tut mir leid, ich bin komplett. Ach so. Oh, Herr Schöller! Guten Tag, Herr Schöller! Wie geht's, Herr Schöller? Nehmen Sie doch Platz, Herr Schöller! Das ist der Herr Schöller! Abstieg! Jawohl! Danke! Das kommt aus dem Schrank! Dann lass ihn heraus! Du bist uns ins Unglück stürzen, der da drin sitzt und überhaupt alle, die hergekommen sind. Ach, da ist er ja! In meine arme Schwiegersohn. Frieda hat mir alles gestanden. Sie liebt sie und sie lieben sie. Als sie mir den Namen Robicek nannte, wusste ich alles. Nehmen Sie meinen Segen und machen Sie mein Kind glücklich. Sie bezahlt gerade den Kutscher. Ich bin nur vorausgeeilt, um Ihnen zu sagen, dass wir hier sind. Ich hole Sie. In 2 Minuten sind wir wieder da. Auf Wiedersehen, Schwiegersehen. Onkel, du hast dich verlobt? In deinem Alter. Also ein Unsinn, ich habe mich nicht verlobt. Ja, und diese Frau? Ist deppert. Habt ihr das nicht bemerkt? Alle blem, 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 blem. Der Weltreisende, der Major, den ich da eingesperrt habe, die Schriftstellerin, die ich da eingesperrt habe, der Schauspieler im Kleiderschrank, alles in einer Heilanstalt entwichen. Das ganze Haus voller Geisteskranker. Aber unbesorgt, ich habe Herrn Direktor Schöller ein Telegramm geschickt, der wird bald da sein, mit Zwangsjacken, mit Wärtern, um alle abzutransportieren. Also bitte, würdest du mir jetzt endlich erklären, wieso diese Leute hierher kommen? Lassen. Ich muss sie einsperren. Ins Besenkammer oder in den Erdäpfelkeller oder was weiß ich, wo irgendwo. Paula. Oh. Paula geht mit einem Wahnsinnigen im Garten spazieren. Man muss sie warnen. Ja. Aber wie? Oh, was ist das? Das ist der Major. Der hat einen Anfall. Der Türhändler sind ja verloren. Gott sei Dank. Er hat sich wieder beruhigt. Ach, wenn ich nur schon wieder in Teplitz wäre. Entschuldigen Sie, die ganzen zwei Beine, die sehen Sie müssen gerade angekommen sein. Ja, das heißt nein. Der Nächste. Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Schöller. Ich bin entzückt über diesen herzlichen Empfang. Sie werden meinem Bruder dankbar sein. Bestimmt. Allerdings haben wir im ganzen Haus kein Zimmer mehr frei. Überall sitzt einer. Sitzt einer? Ja. Haben Sie das Telegramm nicht bekommen? Nein. Dann haben Sie auch keine Zwangsjacken mitgebracht? Ja. Nein. Und keine Wärter? Dann können Sie sie ja nicht abtransportieren. Bitte, von wem sprechen Sie? Von diesem Weltreisenden zum Beispiel. Was, der ist hier? Ja, alle sind hier. Der Weltreisende, die Schriftstellerin, der Major, der Schauspieler, der kein L sagen kann, die Verrückte, die glaubt, dass mein Bruder ihr Schwiegersohn wird. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Ja? Zum Glück hat sie meinen Onkel alle eingesperrt. Eingesperrt? Warum? Man kann sie ja nicht frei herumlaufen lassen. Kann nicht? Sie sollten auf ihre Patienten besser aufpassen. Patienten? Aus ihrer Heilanstalt. Wie kommen Sie dazu, meine Familienpension als Heilanstalt zu bezeichnen? Sie haben eine Familienpension? Jawohl. Ja, und wer sind dann die Verrückten, die entsprungen sind? Aber das sind Menschen, die genauso normal sind wie Sie und ich. Wie kommen Sie auf die Idee, dass die verrückt sind? Mein Bruder hat das behauptet. Dann ist er verrückt. Also das ist die Höhe. Lass sie da. Herr Schöller spricht nur aus, was ich seit längerer Zeit vermute. Mama, das wäre ja entsetzlich. Ja, mir täte es auch leid um diesen netten, älteren, wortkargen Herrn. Ja, was sollen wir jetzt tun? Ja, ich bin ratlos. Liebe gnädige Frau, beunruhigen Sie sich nicht. Ich werde mit meinem Patienten sprechen und werde sie abtransportieren. Ha 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 ha!
müssen Sie mir versprechen. Sie gehen heute noch mit Ihrem Bruder zum Arzt. Darauf können Sie sich verlassen. Danke! Was ist das? Ah, gehen Sie bitte zuerst zu dem Major. Der scheint bereits ungeduldig zu sein. Ja, das fängt ja gut an. Ich werde mich inzwischen um den Onkel kümmern. Mein Lieber! Paula! Aida! Grüß dich, Gott. Wo ist denn der Onkel? Ich muss dringend mit ihm reden. Ja, das wird leider nicht möglich sein. Dein Onkel ist nämlich krank. Krank? Sehr krank. Was fehlt ihm denn? Hier. So, ich habe Sie eingesperrt in den Hühnerstall. Es war schrecklich, bitte Sie. Die Junge war ja gefügig, aber die Alte wollte nicht und nicht auf die Leiter. Lieber Onkel, wie geht's dir denn? Ja, wie soll's mir denn gehen? Die ganzen verrückten Menschen, die wir da kennengelernt haben beim Scheller in der Heilanstalt, die sind alle ausgerissen und hier zu mir hergekommen. Was? Aber unbesorgt, ich habe alle eingesperrt. Alle eingesperrt? Lieber Onkel, ich muss dir ein Geständnis machen. Was denn? Was die Gäste von Schöller anlangt, die sind gar nicht verrückt. Was, die sperre ich ins Vogelhaus und du hast auch nicht alle... Nein, ich bin auch nicht verrückt, Charles. War eine Idee von meinem Freund. Du wolltest doch ein Nervensanatorium besichtigen. Ja. Da haben wir uns gedacht, wir nehmen dich einfach mit zu Schöller. Na und? Aber Schöller ist kein Nervensanatorium. Sondern? Eine Familienpension. Eine Familienpension? Na ja, da bist du ja gar nicht. Lausig. Bitte sei nicht böse. Aber dir bin ich ja gar nicht böse. Mir selber könnte ich eine Ohrfeige runterhauen, dass ich, alter Depp, auf sowas... Die werden lochen in den Blitzen. Schau, es wäre ja jedem passiert. Was geschieht aber jetzt mit dem Schöller? Ich habe ihm telegrafiert, dass er herkommen soll. Der ist schon da, der hält dich für verrückt. Nein, und dabei soll ich seine Tochter heiraten. Du? Ja, die alte, die Schöllerin war jetzt da und hat zu mir gesagt, Schwiegersohn Robicek. Das ist ein Missverständnis, das kann ich aufklären. Wie du weißt, heiße ich auch Robicek und ich werde sie heiraten. Da bin ich dir sogar sehr dankbar. Jetzt aber rasch, die Gans sitzt verschreckt im Hühnerstall. Die sitzt ganz verschreckt im Hühnerstall. Ich werde mich um sie kümmern. Ich kümmere mich um die Paula. Um mich kümmert sich keiner. Ich hätte ganz vergessen. Kommen Sie heraus, bitte. Luft, Knalli, was Luft? Das ist mein letzter Augenblick. Ich glaube, ich war eingeschlossen. Lieber Herr Magnus. Dem Storch, der Sie gebracht hat, müsste man die Lizenz entziehen. Ja. Bitte entschuldigen Sie, Fiebers, wie stehe ich jetzt vor Ihnen da? Ich komme mir wirklich vor wie der Napoleon nach St. Helena. Nein, Sie meinen Waterloo. Wieso? Bei Waterloo hat er die Schlacht verloren. So. Gestorben ist er dann auf St. Helena. Habe ich jetzt Helena gesagt? Ja! Ja, ich habe Helena gesagt. Ich habe mein L wieder gefunden. Genau bei demselben Wort, wo ich es verloren habe. Bei St. Helena. Ladislaus, Malzbich, jetzt habe ich alles wieder. Jetzt kann mich nichts mehr hindern, zur Bühne zu gehen. Die Träne quillt. Quillt. Sogar das Doppel-L habe ich wieder. Die Erde hat mich wieder. Was sagen Sie? Herzlichste Gratulation. Das ist ja glänzend. Jetzt liegt die ganze Welt vor Ihnen. Laufen Sie, junger Mann, das Publikum nächst nach Ihnen.